Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command Erster Weltkrieg mit den Mittelmächten Ludendorffs Szenario auf sehr schwer. Ja, und ich finde es auch gerade ein bisschen sehr schwer einzuschätzen, wie die Lage ist, weil ich das erste Mal hier wirklich gegen die KI spiele, also gegen menschliche Spieler war. So bis Anfang, Mitte Mai waren die Briten eigentlich hinüber und der Sieg absehbar. Mal sehen, wie das hier läuft, aber ich würde sonst auch erstmal wieder hier unten anfangen, wobei hier ist leider keine feindliche neue Division, die versucht hier durchzulaufen. Aber hier haben wir jetzt mal eine neue Artillerie. Man einfach hier in der Ecke noch ein bisschen Ärger machen kann. Muss man jetzt, finde ich, auch nicht vorrücken oder so. Einfach, dass hier auch ein paar Reserven vom Gegner hin müssen. Das Feld sollte mal gefüllt werden, aber bisher machen die ja keine Bemühungen. Und dann würde ich gerne schauen, ob wir vielleicht den Ort hier kriegen. Und hier vielleicht dann auch sogar leicht vorrücken. Der Aufklärungsbaum mal ganz Glück, bis wir hier drüben hinfliegen. Oh, ist keiner hinter, okay. Also wenn wir die jetzt noch Möglichkeiten nicht brauchen dafür. Ich fürchte aber, wir brauchen ihn. Das sieht bisher nicht sehr toll aus. Ja, dass der Boden jetzt auch gerade schlammig ist, hilft auch nicht gerade viel. Ich will es trotzdem mal riskieren. Wir haben es zumindest dahin gebrauchbar, ob der Ort dann vielleicht wenigstens mal halten werden kann. So, hier. Du hast zwei Munition, Verschanzung 4, das hilft da nicht wirklich viel. Ja, wahrscheinlich der vielleicht irgendwie auch leicht, wo soll er denn näher dran? Also ihr, das kostet schon wieder so viel. Man hat jede Runde 900 Punkte, aber das ist so schnell weg jedes Mal. Okay, denn der Festung ist noch mal besonders wichtig und die beiden eigentlich auch, damit man sie wieder einsetzen kann. Kannst du hier ran und dich auch erstmal verschanzen. Ja, sonst sparen wir hier Munition für den nächsten Zug. So, hier könnte man den angreifen. Könnte aber auch den angreifen, der hier nur in Bodendeckung ist. Das ist vielleicht einfach günstiger. Autsch, das war teuer. Ja, das vernichtet ihn noch nicht mal. Okay, er kriegt Schaden, immerhin, das ist gut. Und du sparst Geschosse, dass man da mal stärker hinschießen kann. Und wir brauchen hier. Ja. Der Punkt ist schon weg, aber wir brauchen natürlich gesündere Einheiten. So, da ist dann lange nichts los. Du könntest versuchen, ob die sich dann hier gegen den durchsetzen können. Das zumindest funktioniert, dann kann man sich hier auch direkt das Feld holen. Und du gehst mal hier ran. Ich bin am Überlegen, die Kanonen dann mit der Eisenbahn noch vielleicht woanders hinzubringen. So, und dann hier oben die großen Fragen. Wie schlägt man die gegnerischen Einheiten zurück? Also wir haben einmal den, der muss natürlich auf jeden Fall weg. Ja.
Reiter natürlich am liebsten auch. Der steht auch schon in einer Verschanzung. Dazu. Diesen Aufklärungsbomber auch nicht einsetzen, weil er zu kaputt ist. Nochmal 50 Punkte weg. Der ist natürlich noch da. Wenn wir einmal auf den schießen, wie 6 zu 1, das muss, ja. Reichen. Naja, und wenn du auf den gehst. Und dann nach hinten gehst und du willst hier erstmal die Position. Frage, ob man den noch kriegen kann, mit einem einzigen Geschoss. Wird, glaube ich, eher schwierig. Jetzt gehst du mal nach hinten und wir verschanzen uns hier dann halt nochmal. Versuchen den Reiter später zu kriegen. So, der ist verschanzt. Der nicht. Ja, eigentlich erstmal angenehmer, die hier zu erwischen. Und hier haben wir auch direkt einen Weg, feindliche Artillerie. Das ist auch noch ein Unverschanzter. Also wir haben erstmal die beiden. Den, der aber wirklich im Weg steht. Aber gut, versuchen wir erstmal die beiden hier. Zu 4, klingt gut. Erledigte Einheiten müssen vielleicht sehen, ob die Artillerie möglichst schnell rausnehmen. Dann die anderen in der Nähe irgendwie. Ist aber, wie man sieht, schwierig wird. Ernsthaft. Wie schön, wieder wahnsinnig viele kaputte Einheiten. Der Fünfer müsste eigentlich auch weg. Ja, du hast natürlich 6 auf den und irgendwer anders könnte den dann umhauen. Also jetzt will ich doch hier auf diese Kanone gehen. Kannst du sogar zurück in die Verschanzung. Gehen wir nicht zurück. Ich hoffe, dass er stark genug ist, das zu überstehen, aber ich denke, es ist wert, eine feindliche Artillerie hier rauszunehmen. Ja, dann haben wir noch den, nur in Bodendeckung. Und hier theoretisch eine Kanone zum Angreifen und praktisch hier eine Lücke. Könnte natürlich unsere Kanonen hier noch leicht zur Seite stellen. Gibt aber keine Garantie darauf, dass das reichen würde. Sollen gleich mal gucken, ob man da noch irgendwen findet. Wieso die alle hier sind verschanzt? Der nicht, aber diese Elite-Einheit hier. Der soll eigentlich lieber mal verstärkt werden. Na gut, oder du könntest darunter und hier die Kanone abschirmen. Angriffe, da lohnt sich eh nicht so sehr. Muss man jetzt nicht an anderen Stellen noch massiv alles herumschieben. Oh. Was haben wir hier? Kavallerie könnten wir angehen. Und was ist das hier? Ja, klär mal ein bisschen auf. Meinetwegen mit dem Jagdflugzeug da oben. Okay, zwei Kanonen hintereinander. Es ist halt ein bisschen ungewohnt bei der KI, dass man hier. Okay, man hat aber trotzdem nur einen Weg direkt zur Artillerie, aber trotzdem, dass das überhaupt irgendwie möglich ist. So, den könnten wir schlagen. Vor allem unseren Panzer hier noch. Und hier noch Einheiten weiter hinten. Du hast zur Not auch noch deinen Angriff.
Okay, der Panzer könnte vielleicht hier hin. Du musst dich auch ein bisschen von der feindlichen Artillerie da fernhalten. Aber trotzdem nach vorne. 1-0 oder 2-3. Direkt das nächste Artilleriegeschütz. So viel zum Thema. Der Panzer muss sich von dem fernhalten. So, den würde ich eigentlich gerne einen Ticken nach hinten bringen. Oder wenigstens durchtauschen, dass man ihn zumindest heilen kann. Ah, schon auf eine Erfahrung runter knapp. Du kannst dich hier sonst mal richtig rumpflanzen. Und du gehst sonst erstmal einfach in die Lücke rein. So, dann haben wir hier eine feindliche Kavallerie, die recht schwach ist. Eine Artillerie. Noch mehr Artillerie und da noch so ein bisschen Zeug. Also ich glaube, die Kanonen jetzt mal zu erwischen, das wäre schon wichtig. Wenigstens ein paar davon. Die Einheiten dann natürlich zum Teil unverschanzt sind. Bei mir wäre es schon lieber, wenn das normaler macht, wenn das reicht. Dann kann der Verschanz, der mit der Erfahrung, da muss der nicht so übermäßig offensiv agieren. Sehr schön. Und gleich noch sehen, wie man das da wieder in Ordnung bringt, die neuen Lücken. Dann schauen wir mal hier. Also der Reiter ist, glaube ich, der Schwächste. Und wenn wir den rausnehmen, könnte man hier noch direkt die nächste Kanone erreichen. Schüsse sind ja genügend da anscheinend. Aber viel mehr als das wird es vom Schießen her nicht bringen. Oder das Artilleriefeuer. Der Panzer kommt aber eh nicht weiter. Okay, Reiter flieht. Das ist natürlich auch eine Option. So, du kannst sogar in den Schützengraben zurück. Kannst da rein und den vernichten. Und du kannst dann hier schon mal nach vorne und dich erstmal verschanzen. Gut, also muss ich jetzt sagen, wir hatten jetzt zwei oder drei Kanonen, das ist doch mal sehr erfolgreich mittendrin. Du hast Stärke 9, das wird wohl reichen müssen. Auch noch irgendwie ein Feld laufen. Du könntest vielleicht darauf, dann hättest du mehr in Reichweite, du hast da in Reichweite, der hier jetzt überhaupt nichts in Reichweite. Wir müssen sehen, wie wir die Front hier wieder zu kriegen. Nach Möglichkeit mit gesunden Einheiten. Also, naja, als Hauptquartier kommst du nicht an. Und er könnte natürlich hier ganz offensiv die Reiter zerschlagen, aber irgendwer muss hier schon ein bisschen auch auf die Kanonen aufpassen. Also du gehst wahrscheinlich hier hin. Weil du dann wieder Schussfelder hast. Wir könnten den Aufklärungsbomber ein bisschen reingehen. Nee, oh, warte, hier ist ja unser Schützengraben. Und den ein bisschen anders ein. Ach nee, was macht. Der ist ja weg, wenn der hier reinfliegt. Sonst vergessen. Ich dachte, sonst durchtauschen und. Oh, ich glaube, das haben sie irgendwann mal im Update gemacht. Ich glaube, früher konnte man alles mögliche in Schützengraben stellen, wenn der schon da war. Heute nicht mehr. Das jetzt natürlich die Frage aufwirft. Was verteidigt? Hier ist ja jetzt eine Artillerie, also. Und jemand muss dahin. Und hier können wir auch nur schlecht eine Lücke lassen. Weil man kann argumentieren. Hier sind vielleicht weniger Gegner. Muss der das wahrscheinlich irgendwie halten? Wo hältst das da oben? Ist halt wenigstens die Stadt vorübergehend. So. Dann sollt ihr bitte hier vorrücken. Und die Kanone mitnehmen. Dann kann man das hier platt schießen und dann Ypern angehen. Und wenn man dann vielleicht noch Newport hat, Belgien. Schon mal zur Kapitulation bringen.
Tja, und dann diese Runde eigentlich unbedingt noch kaufen. Panzer zum Beispiel. Eigentlich auch noch eine Artillerie. Aber der Panzer braucht so viel länger. Ja, wir den schon mal auf der Liste. Vielleicht wirklich noch eine Notfallabteilung. Die kann ja zum Beispiel hier im Süden irgendwo eine Division ablösen. Ein paar Punkte sind noch da. Waren hier nicht noch irgendwie... So ungefähr. Und du kannst meinetwegen auch noch einen haben. So, neue Einheiten. Die sind hier langsam ein wenig. Ich habe den Eindruck, ihr könntet auch noch mal eine Division vertragen. Ja, alle halbwegs nach vorne geschoben. Schauen wir uns an, was die KI anstellt. Bei schwerer Bomber, ja, das ist jetzt nicht so ganz das Wichtige. Meine, im Norden regnet's. So, die greifen den an. Den. Hoffen wir mal, der hält. Dann haben wir an der Stelle erstmal die Linie. Wir erwischen die Division, aber auch eigenen hohen Verlusten. Und ich meine, die haben eine Artillerie rausgenommen, also war es im Zweifel schon in Ordnung, die Division zu tauschen. Den kriegen sie leider. Aber geht sich zurück. Wird dann gerettet, weil der Gegner nicht aufgeklärt hat und in den Feindkontakt reinläuft. Das war knapp. Italien macht mit, wir kriegen so ein paar italienische Einheiten. Und wir kriegen irgendwann im Juni, glaube ich, auch noch mal ein paar Österreicher. So, drei Divisionen weg. Dann, ja, keine neuen Einheiten, schade. Hier unten steht dann erstmal weiter. Also, er hat hier eine neue Einheit reingebracht, sogar eine Elite-Einheit. Dann versuchen wir die gleich mal rauszunehmen. Das gut klappt. Ich meine, ich habe jetzt auch kein Interesse vorzurücken, solange die Position immer wieder auffüllt. Wir haben drei Einheiten dran. Das, ich meine, es ist okay, es ist Hügel und so. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber das Wetter ist hier gerade ein wenig unangenehm. Na gut, ansonsten hier ist lange nichts. Dann hier 5 Geschosse auf den. Und der Aufklärungsbomber könnte diesmal hier oben irgendwo helfen. Wenn wir den auch einfach nur rausschießen, ohne vorzurücken. Das sieht doch gut aus. Naja gut, wenn er sich zurückzieht, kann man vielleicht schon überlegen, hier
man aber auch auf Nummer sicher. Und Feld zu machen. Dann könnte man demnächst dieses Feld ins Visier nehmen. Und so dann langsam und entspannt Sinn kriegen. Oder man nicht den raus, dann könnte man diese Linie hier zumachen, ohne dass man eine Division schicken müsste. Wäre auch eine Möglichkeit. Versorgung immerhin noch 6. Gut. So. Der hat sogar 9 Geschosse. Na gut, wenn wir hier drüben den wegnehmen und hier den oder den und dann langsam die Festung angehen können, die ganzen LM-Ziele. Und der hat so viel Geschosse, du fliegst hier mal mit. Dann spart er ja eine Kugel, bis der Gegner entschanzt ist. So, den jetzt möglichst zuschlagen, dass ein Infanterist noch mitlaufen kann. Hat er nicht verstanden? Ist ja null, da muss wahrscheinlich gleich mal eine neue Einheit rein. Oder ist das auch der Effekt von der Festungsartillerie, dass unsere Verschanzung auf null gehalten wird? Ich weiß es gerade nicht. Wie auch immer, das hat problemlos funktioniert. Stell du dich dahin. Kannst dir meinetwegen mal einen nach hinten. Da rein. Du gehst da rein, du gehst da rein. So, jetzt wäre der natürlich noch praktisch, auch wenn hier mal wieder nur ein Gegner an Bodendeckung ist. Aber für den Angriff hier auf die nächste Festung wäre das Feld schön. Aber der braucht so langsam echt mal eine Pause. Ja, der wird zerschlagen, den einen. Na gut, er ist gesund. Ich hoffe mal, dass der es überlebt. Könnte vielleicht trotzdem noch versuchen, den anzugreifen. Es sind ja hier ein paar gesunde Divisionen. Und wie auch immer, du kommst hier mal zur Seite irgendwo in die zweite Reihe und wirst wieder geheilt zunächst. Jetzt wird es langsam spannend. Wir können es kurzzeitig verkraften, wenn da eine Lücke ist. Du kannst ja irgendwie so, naja. Gehen, du wirst wieder geheilt. Na gut. Obwohl, warte, die Artillerie kann ja noch mit dem durchtauschen. Dann kann die im nächsten Zug auch damit drauf schießen. Sieht doch gut aus. Hier ist dann lange wieder nichts, bis wir hier die Kanone haben, und der ich aber am Überlegen bin, sie woanders hinzustellen, weil wir haben so eine gerade Linie. Beispiel, wenn die hier oben ein bisschen mithilft, dass man Druck auf Newport hat, während die sich nach Ypern hier langsam vorarbeiten und dann Belgien kapituliert, was ja ein kleiner netter Bonus wäre. Ich glaube, ich bringe die hier raus und dann hier oben ran. So, und hier sind ein paar, die gerade 5er, der auf jeden Fall, wenn man jetzt noch die anderen heilt, hängt ein bisschen ab. Und noch Geld übrig ist demnächst. Die Franzosen drücken hier ganz schön. Etwas leider in der Formation drin, hat auch den Schützengraben schon umgedreht. Mit den Zweier, das bringt nichts dagegen vorzugehen. 2-2 machen. Das ist direkt mal eine komplizierte Frage. Ja, kämen wir da auch nirgendwo an. Man könnte mit dem Aufklärungsbomber hier noch entschanzen zur Not. Es soll natürlich eigentlich mit Artillerie zusammenarbeiten, aber hier erscheint mir das praktisch, weil keine Artillerie in Reichweite ist. Ich
Bringt uns immerhin schon auf 2-3. Greifen wir hier in dieser Ecke wohl eher nicht an. Sondern verschanzen uns lieber. Und ganz wichtig, dass diese Division dahinter einsatzbereit werden wieder. Wie ist jetzt auch die Frage? Ich könnte natürlich den einfach hier hinschieben. Dann oder man gibt den gerade eroberten Ort auf. Weil er muss sich noch einmal verschanzen, dass er auch gegen den hat. Eigentlich möchte ich nur ungern den gerade eroberten Ort aufgeben, weil es ist ja auch ein Feld Richtung Paris, was wir auch so langsam mal erreichen müssten. Irgendwann. Oder zumindest näher rankommen. Frage aufwirft. Den natürlich zum Beispiel hier noch reinschieben. Hier ein. Geht dann Division. Wenn man erstmal schaut, wie das denn so an anderen Fronten verläuft, wo dann vielleicht noch Divisionen frei sind und wo eher nicht. Also, als nächstes gerne hier angreifen unter anderem. Dann auch das Feld irgendwie einnehmen, dass man näher an Ypern, hier näher an Ypern dran ist. Zu 3, na dann mach du das mal. Du verschwindest dann irgendwo in die Reserve. 3, 2, 3 zu 3. Ja, das ist das 3 zu 2, aber noch jemanden rein, der sich da verschanzen könnte. Er hat vier, genau. Er hat 4 Punkte. Ich dachte gerade irgendwie, er würde nur 3 Punkte verbraten. 4 Punkte ist natürlich insofern unpraktisch, als dass man sich da nicht mehr verschanzen kann. Ja, wenn man den hier noch mit der hätte eh genügend Geschosse, der kann hier mal ein bisschen. Geht vielleicht nicht noch irgendwo. Das Eisenbahngeschütz, das steht auch schon seit Weilen rum. Vorne hat eine Bodendeckung, müsste sich eigentlich verschanzen. So. Alle ihre. Du einfach mal dahin gehst und den raushaust. Du da rein furkst und hoffentlich irgendeiner von euch das am Ende noch überleben wird. Aber zumindest die Hoffnung und du verschanzt dich hier erstmal. So, der wird geheilt. Und hier also irgendwie weiter. Und gleichzeitig das hier unten wieder klopfen. Jetzt sich fragen, wo die Divisionen dafür herkommen sollen. Also ja, der steht dezent im Weg. Noch nur 2 zu 3.
Jetzt nicht, dass der mit der Überstärke gleich schon so viel verliert. 4-3 einleiten klingt auch nicht so gut. Oh, 4-2 klingt besser. Jetzt zieht ab. Nicht du den. Naja, dann schauen wir mal. Am besten wäre es natürlich, da noch einen reinzukriegen, der sich richtig rumverschanzen könnte. So, ungefähr so. Was haben wir denn hier? Noch mehr Feinde überall, der das nicht verschanzt. Sonst fangen wir mal mit dem an. Ja gut, 5-0, ich glaube, das klingt machbar. Zwei, aber kaum mit der Option vorzurücken, weil einfach Einheiten fehlen. Wobei, vielleicht kann der Panzer ja ein Feld machen. Du dahin gehst und du dahin. Ja, jetzt sind wir hier in dieser witzigen Situation. Könnte versuchen, den rauszunehmen und sich dann vielleicht erstmal vorsichtig wieder leicht zurückzuziehen und eine vernünftige Linie zu bilden. Dann wäre natürlich die nächste Artillerie, aber ich glaube, man muss das hier erstmal irgendwie ein bisschen stabilisieren und dann im nächsten Zug vielleicht hier durchbrechen. So, kann jetzt vielleicht auch irgendwer anders den vernichten. Sehr schön. Kann vielleicht noch irgendjemand sich hier noch ein. Leute, du solltest vielleicht auch erstmal einen Schritt nach hinten. Aber. Also, hier ist natürlich dezent eine Lücke. Du gehst dann wahrscheinlich hier rein. Denn es ist so tragisch, ich meine, Gegner verbreitet eh 3 Bewegungspunkte, um dahin zu kommen. Wenn wir mal alles, was wichtig ist, hin zur Seite stellen, kann man die Lücke da vielleicht eine Runde lang so lassen. So, und dann er hier jetzt angegriffen. Jetzt gerne noch irgendwie ein Feld nach hinten tauschen. Ach, vielleicht mit dem, der angegriffen hat. Damit wenigstens ein Stärke hier zurückkommt und ihr hier vorne. Also nur so vom Finanziellen. Ja. Ich würde gerne noch die Artillerien kaufen, aber wir brauchen irgendwie diese Division. Die Kanone müsste eigentlich nur so für den Fall der Fälle auch mal wieder fit gemacht werden. Ansonsten, du hast ein Schussfeld. Du hast irgendwie kein Schussfeld, aber vielleicht drückt da ja noch ein Gegner vor. Ihr habt hier ansonsten Schussfelder alles. Kannst du mal in den Ort da rein. Ah, den brauchen wir in Stärke. Hier noch irgendwer. Und dann wird schon das Geld wieder knapp. Müssten auch mal geheilt werden. So, naja gut, ich würde sagen, wir können den beenden.
Und er bringt die nächste Einheit vorbei. Wie schön sind doch immer die Runden, wo es regnet im gegnerischen Zug. Er hat zumindest eine Menge feindliche Angriffe auf sich gezogen. Verschanzt? Anscheinend nicht. Sonst wäre wohl nicht so schnell draufgegangen. Er bringt eine Artillerie dahin, die man schon erreichen kann, und zieht dann noch die Infanterie direkt davor weg. Was mag die KI mit dieser Taktik bezwecken? So, zwei Divisionen und ein bisschen bombardiert. Ja, ja, wenn wir Anfang Juni nicht innerhalb von 4 oder wenigstens 8 Feldern zu Paris sind, dann wird das mit der Moral dünn, ich weiß. Dann noch dabei, hier vor allem durchzugehen, wobei der Schlamm da gerade echt lästig ist. Aber wenn man sieht, was hier frei ist, da könnte es doch vorangehen und vielleicht Belgien schlagen. Dann hier irgendwie und dann nach Süden. Das gehen. Und was auch kommt, wir bauen endlich mal diese Artillerie. Wenigstens wieder ein Geschütz pro Runde. Weil natürlich andauernd die Divisionen fehlen. So, wir könnten als Neues versuchen, den auf diesem Feld anzugehen. Vielleicht sogar mit einem Geschoss mehr oder so. Das, was hier langsam an Mannstärke fehlt, muss halt mit Kugeln ausgeglichen werden. Ja, immerhin seit die Kanone da ist, glaube ich, jetzt schon 3 Divisionen weg. Ist doch was. So, und auch hier könnte man versuchen, was zu erreichen. Wenn der weg wäre, könnte man die Front hier einfach schöner schließen. Ich frage es, ob man das mit 3 Geschossen erreichen kann. Oh, der Bonuseffekt wäre auch, wenn der weg wäre, dann ist nur noch ein Feind am Ort dran und der geht langsam wieder hoch in der Stärke. Warum lässt die KI hier eine Lücke? Fragen über Fragen. Ich schau mal, ob es für den reicht. Unsere Divisionen nebenan sind ja nun auch nicht die stärksten. Ah, ins Feld reinziehen, damit wird es wohl nichts, aber wenigstens einfach den Feind wenn wir jetzt wirklich den Vierer an der Front haben. Versuch's mal, das Feld zu halten. Ja, kommen wir zu schöneren Sachen hier oben. Angriff auf Fort Dumont. Vielleicht dann auch mit dem Aufklärungsbomber und alles. Wir haben ja genügend Geschosse auf jeden Fall. Und Einheiten stehen ja eigentlich auch genügend dran. Wäre wieder ein ganz netter Treffer gegen die französische Moral. Sehr schön.
Sehr schön. Und du, ich habe gerade noch gesehen, du hast hier mal wieder den schönen Angriff, weil der wieder nicht verschanzt ist auf dem Feld. Hätte doch die Festung zuerst besitzen sollen, genau für den Fall, dass da noch einer reinläuft. Na, ihr rückt da alle vor. So, die Kanone könnte dann schon direkt auf Verdun zielen, aber der ist natürlich auch noch ziemlich tief verschanzt. So. Ja, hier ist noch sogar noch einer mit Angriff, der kann sich dann hier auch verschanzen. Sehr schön. So, und die Kanone kommt dahin und hier sind wieder ein paar kaputte Divisionen. Gut, jetzt muss man wahrscheinlich noch ein paar Runden Munition sammeln. Aber dann kann man hier auch noch Wörter und das letzte Fort angehen. Und theoretisch, wenn die Artillerie und die meisten Truppen vielleicht irgendwo anders hinstellen, außer hier, wir sind nicht viele Verteidiger hinter. Aber wenn sie, oder wenn sie Wörter fertig haben, dass man hier irgendwo hingeht, dass man Anfang Juni wenigstens in 8 Felder Distanz zu Paris steht. Sonst geht das sehr auf die Moral. So, hier ist noch einer, der Elite-Stärke kriegen könnte. Mindestens einen. Okay, da ist eine kleine Lücke drin, aber bisher hätte die KI das nicht genutzt, dann gehe ich nicht davon aus, dass sie es tut. Und hier wäre natürlich eine schöne Möglichkeit. Aber da muss man sehen, ich meine, wer da reingeht, wird wahrscheinlich vernichtet. Man müsste wahrscheinlich aus diesem Feld raus. Damit man hier noch eine Truppe mehr hat. Aber gut, dieses Feld ist eigentlich eh doof, weil man 4 Feinde dran hat. Ja komm, ich will die Artillerie möglichst schwächen. Er verwartet beide 3 Bewegungspunkte drauf. Das heißt, könntet euch zwar jetzt noch durchtauschen, aber das bringt es dann nicht, weil ihr dann beide nichts mehr machen könnt. Immerhin diese Kanone wird dann wieder eiligst umformiert demnächst. So, ihr steht hier eigentlich noch alle gut. Natürlich theoretisch sogar eine Division über. Man darf auch jetzt gar nicht alles heilen, weil das Geld knapp ist. So, die hatten den Ort zurück erobert, genau. Ja, sollte man wahrscheinlich wenigstens versuchen. Nicht ganz so stark. Division, wenn man auf die ein bisschen austeilt. Leider fliegt hier oben nichts wegen schlechtem Wetter. Ja, man kann auch eher nicht in den Ort wieder rein erstmal. Könnte natürlich noch schauen, ob man den da kriegt. Überlebt knapp. Er hat eine Lücke, das ist nicht schön, aber die sind jetzt so weit gesund und formiert, dass sie wieder vorstoßen können. Ja, zum Beispiel, der hier nervt doch und die, also es ist sehr KI-untypisch, so eine Artillerie ganz offen stehen zu lassen.
Eigentlich würde ich den ja schon, obwohl den loszuwerden kostet gefühlt wieder 4 Divisionen. Aber da sind hier doch Gegner, die zum Teil unverschont stehen, die man so viel, viel einfacher kriegt. Ohne den wäre das schon angenehmer. Sonst 4 Divisionen für den, 2 der Artillerie, irgendwie sowas. Außer ihr kriegt ihn vielleicht schon in 3 Angriffen, das wäre gut. Das einzigste Unpraktische ist das Wetter. Vielleicht hätte man die Kanone zuerst ausschalten sollen. Jetzt zum Teil unverschanzt, aber es sind ja auch nicht so viele Gegner da. So, und ihr schnappt euch diese... Oh, sogar ein Hauptquartier dahinter. Der sollte mal dringend wieder befördert werden. Irgendjemand... Können wir Eisenbahn? Nein. Der könnte zur Not auf das Feld rüber wechseln, weil wenn, dann... Und hier sehr gerne auch schon einen Treffer verpassen. Ich wollte gerade sagen, die Artillerie kann dann da rein. Den nächsten Ort holen, aber jetzt können wir hier mal durchtauschen. Jetzt verschwindet hier auch kein Schützengraben wie... Wohin? So. Doch ganz nett. Division, Artillerie, HQ. Zumindest halb vernichtet und ein paar feindliche Flieger, die gleich wieder in großer Panik abhauen werden. Dann, du hast kein Ziel, du hast ein Ziel. Gegner dahinter sollte unverschanzt sein. Das heißt, wenn wir, denke ich mal, den schlagen, dann kann es an der Ecke hier gut weitergehen. Drüben wäre zum Beispiel dann auch die Kanalsküste als ein schönes Ziel. So, der ist futsch. Man würde jetzt zu gerne fliegen mit dem Zeppelin und ein bisschen gucken, was los ist, aber das Wetter lässt es halt nicht zu. So. Ich würde sagen, wir gehen hier auf den Reiter, einfach weil sich's anbietet. Ja, auch wenn er leider gut austeilt. Oder zumindest etwas über Erwartungswert. Den nehmen wir auch raus und dann kann man hier vielleicht vorsichtig ein bisschen nach vorne. Q kann vielleicht hier hin. So, der Panzer. Jetzt halt auch sehen, naja, gut. Dass wir auch die Artillerie nach vorne kriegen. Obwohl, das ist. Dann schon in Ordnung, dass sie da zum Teil unverschanzt stehen. Der könnte hier oben rein in den Schützengraben. Ist ja zumindest nicht direkt am Feind dran. Die Kanone könnte da irgendwo hin. Ja, ist die Frage, ist der Brite hier jetzt verschanzt oder nicht? Kann der Panzer eigentlich weg? Der deckt doch jetzt das Hauptquartier. Das wiederum hier vorne die sehr gute Versorgung bringt. Tja, kann man sich hier irgendwo noch einen Infanteristen ausleihen? Wenn man jetzt noch irgendein Haus zieht, irgendwann läuft der Gegner da doch durch und dann wird es ärgerlich. Sonst schauen wir uns erstmal Belgien an. Also wir haben hier eine Kanone, eine Abteilung, gesunde Divisionen und dahinter steht die belgische Artillerie, das heißt Feindkontakt hin oder her, da kann man reinlaufen. Hey,
das echt nicht gut läuft hier. Ach so, ja, Sumpfgegenden. Jetzt irgendwie hoffen, vielleicht. Irgendwer von euch den hier da oben dran. Und setzt zur Not per Gewaltmarsch da rein. Das war jetzt. Käme noch das Feld, der käme aber noch weg. Aber wie wahrscheinlich ist, dass der den schlägt? Und selbst wenn, dann steht er da drin. Ja, das Problem ist halt, dass hier die Division aus dem Sumpf angreifen und dann auch noch einen Fluss haben und dann die Abteilung irgendwie schon zu hart wird. Es ist wohl besser, Belgien von hier anzugreifen. Und jetzt müssen wir erstmal hier die Lücke wieder zukriegen. Du wirst geheilt. Ja, 7 Geschosse. Man könnte versuchen, den Ypern zu schlagen. Aber man käme halt nicht auf das Feld. Könnte hier ein bisschen. Oder sonst konzentrieren wir uns erstmal darauf. Ich meine, 7 Geschosse hat er im nächsten Zug halt 9 Geschosse. Und dann ergibt sich vielleicht auch, dass man dann auf ein neues Feld auch drauf dürfte. Mal da drauf schießen. Hinter ist eine Kanone, okay. Ja, 3 zu 4, ganz schön teuer, wenn der 2 einen da an sich dran hat. Wir haben hier noch eine Division, die man zur Not irgendwie schieben könnte. Das ist eh schon, wenn du mal in die hintere Reihe gehst, der hat nämlich Erfahrung. So, du kommst dann daran. Das ist den und du könntest dann sogar noch hier rein. Ob du jetzt 3 Schaden auf eine Artillerie machst. Für den Schützengraben. Hier war auch noch falsch rum. Gut. Du machst vielleicht hier noch einen Schritt rüber. Dann versuchen wir Ypern demnächst und vielleicht muss die Artillerie hier auch nochmal doch anders hin, dass hier dem Sumpf eher echtes Territorium ist. Muss ich sagen, habe ich ein bisschen übersehen und dann ist es mir erst im Angriff aufgefallen. Gut, 200 Punkte, das hieße beispielsweise. Ach, Forschung brauchen wir eigentlich auch, weil dann alle Einheiten stärker kämpfen. Ja gut, die letzten kriegt der Bomber da, was soll's. Die Artillerie könnte noch dahin, dann hat sie da drüben ein Schussfeld. Tja, jetzt die Frage, irgendjemand, ja, dass der Panzer hier noch gucken kann, aber ja, die haben sich da eigentlich alle bewegt. Dann kriegt der Panzer halt auch eine Runde Pause. Gut, ich denke, man kann soweit den Zug beenden. Ach, sie schmeißen eine Artillerie genau für den Panzer per Eisenbahn. Neue Einheit geht da an, aber ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt noch angreifen können. Müssen unsere Division jetzt auch erstmal rundum geheilt werden.
Hauen den wieder raus und hauen hier auf den drauf. Das Feld wird eingenommen. Es war ein bisschen riskant, den mit Stärke 4 da zu lassen. Erwischen Sie einen. Er war nicht verschanzt, deswegen. Zug regnet jetzt natürlich wieder. Na ja gut, andererseits, das heißt auch, man kann Luftwaffe sowieso nicht einsetzen. Ist ja nun meistens auch eh kaputt, weil die gegnerische so stark ist. Aber wir kriegen mal 4 neue Divisionen. Das hat was für sich. Also, das war die dritte Runde. Haben wir mal Fortschritt vor allem hier und so ein bisschen vor Werder. Und hier so ein bisschen die Linie begradigt. 20. April, Anfang Juni müssten wir langsam wenigstens in der Nähe von Paris sein. Allerdings ist es wahrscheinlich hier, vielleicht sogar oder hoffentlich sogar bis zum Kanal durchzubrechen. Und dann zum Teil nach Süden zu schwenken und nach Norden und das alles zu erobern. Also wenn es dann soweit kommt, wäre der wahrscheinlichste Sieg wahrscheinlich derzeit Belgien und die Kanalküste entlang. Bei den französischen Zielen ist ja wenigstens bald Verdun da, das ist auch nett, geht auch auf die französische Moral. Dann können wir ja auch weiter gucken. Was war eigentlich noch bei den gerade? Verdun, Toul, Nancy, Reims, Soissons. Also Nancy ist jetzt auch relativ in Reichweite. Das Toul? Ja gut, Toul ist quasi bei Nancy. Wenn man die Einheiten aus der Hörter nimmt, um da durchzubrechen, das sollte hier drin sein. Soissons ist auch nicht so weit weg. Ja, das ist so, dass Amir irgendwo vor Paris war. Beim. Doch. Ach da. Okay. Ich muss mich korrigieren, also die Ziele hier oben sind nicht so weit weg und auch die Ziele gegen die Franzosen sind jetzt nicht so weit weg. Wäre also beides gut möglich, wobei natürlich das Problem ist, dass sehr viele Divisionen andauernd draufgehen und hier oben schon wieder Schlamm ist. Das nervt irgendwie. Statistiken. Ich meine, wir haben die größte Einzelarmee. Ich glaube, die Franzosen waren jetzt schon mal fast auf dem gleichen Level. Verlusttechnisch haben wir, das sieht ungefähr 2:1, bisschen besser. Und da noch keine Luft- oder Seeeinheiten draufgegangen sind, kann man auch das hier jetzt 1:1 für die Landeinheiten nehmen. Das heißt, ja, ein Viertel aller Einheiten, die draufgegangen sind, waren nur von uns, 3/4 vom Gegner. Ja, wir haben 29 Divisionen. Das heißt, wir haben schon 34, 38, ja, also 2,5:1 ist es noch nicht ganz rein von den Divisionen her, aber es läuft gut rein den Zahlen nach. Auch mehr Abteilungen, ein Befehlshaber und schon 7 Kanonen. Das ist auch sehr, sehr wertvoll. Tja, und bei uns selbst brauchen wir auch mal mehr Kanonen. Die letzte müsste man jetzt eigentlich kaufen und dann einfach massenhaft Divisionen. Man sieht ja schon, wie viele hier ein Sternchen haben. Und damit dann überall weiter. Also speziell für die nächsten Züge. Wir haben ja vor Verdun noch nicht die Munition zu stürmen. Aber in ein paar Zügen, da kann man bei den Einheiten, die hier sind, auch über die Überstärke wieder voll dran machen.
Und dann mal gucken, wo ihr hinkämmt. Entweder Nancy und Toul oder halt hier irgendwie mit durch. Und dann auf jeden Fall auch Ypern angreifen und schauen, ob man sich dann Nieuport langsam von hier nähern kann und Belgien schlagen. Und ja, gucken, ob ihr die Kanalküste erreicht und ihr euch hier langsam vorwühlt. Ja, das ist, denke ich mal, so der ungefähre Plan. Ja, und dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge. Bis denn.